shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und heute habe ich einen Unlimited Money Glitch, der komplett solo geht. Es ist jetzt nicht ganz einfach, weil es, ja, es ist mit dem Rockstar Editor Glitch, wie ihr wahrscheinlich oder die meisten von euch schon wissen. Es ist nicht ganz einfach da reinzukommen, weil viele Spieler da irgendwelche Probleme haben oder bei jedem Spieler es ein bisschen anders aussieht. Also auch bei mir sieht es jedes oder fast jedes Mal anders aus, wenn ich das versuche. Aber ich versuche jetzt, das euch zu erklären, so kurz und knapp wie es geht, damit wir an dieser Stelle nicht so viel Zeit verlieren. Also als allererstes erstellt ihr eine Spielerliste. Wie das geht, also ihr müsst halt unten auf Erstellen gehen, und ich habe jetzt mal kriminell schnell und ab durch die Wildnis genommen. Das zweite Rennen spielt überhaupt gar keine Rolle, nur das erste sollte relativ kurz sein, damit ihr das relativ schnell auch beendet. Und wenn ihr es dann gestartet habt, dann geht er relativ schnell auf, ja, ich habe jetzt kriminell schnell genommen, weil es einfach, ja, ein Kilometer ist eigentlich das schnellste Rennen, stellt halt auf eine Runde, Supersportwagen, alles kein Ding, alles bekannt wahrscheinlich. Und wenn ihr es dann gestartet habt, dann müsst ihr es einfach nur schnell zu Ende fahren. So, dann bewertet ihr noch den Job, drückt auf X zum Fortfahren, und wenn ihr dann in dem Hauptmenü drin seid, dann müsst ihr einfach mit Kreis den Job wieder verlassen, dann oder die Spielerliste, und es dann mit X bestätigen. So, wenn ihr jetzt die Spielerliste beendet habt, dann habt ihr das unter Aktivitäten bei euch im PSN-Menü, das braucht ihr aber später erst. Jetzt geht ihr in den Editor rein und startet den. Falls ihr noch nie ein Rennen erstellt habt in GTA 5, dann müsst ihr ein Rennen erstellen, das dann ganz normal testen und veröffentlichen. Und dann kommt ihr wieder zurück in dieses Bildschirm, dann kommt ihr wieder zurück in diesen Bildschirm, und dann geht ihr auf Kreation laden, unter veröffentlicht, und startet dieses Rennen, das ihr halt erstellt habt, falls ihr noch keins erstellt habt. Wenn ihr schon eins habt, dann könnt ihr da weitermachen, wo ich jetzt gerade bin. Da tut ihr einfach nur ganz normal das Rennen testen. Wenn jetzt dieser Bildschirm auftaucht, dann geht ihr in euer PSN-Menü, auf euer Profil, neueste Aktivitäten, und dann seht ihr schon, dass ich die Spielerliste Editor gespielt habe, und die öffnet ihr, geht nach unten auf Spielerliste, drückt auf X, und dann kommt diese Meldung, die müsst ihr dann mit Kreis wieder wegdrücken, und dann seht ihr, dass ich hier in dem komischen Editor wieder bin, aber halt nichts machen kann. Dann müsst ihr wieder in euer PSN-Menü und irgendeinem Freund, der sich gerade in einer freien Lobby befindet, oder ja, auf jeden Fall jemand, der nicht in einem Job drin ist, dem müsst ihr einfach beitreten. Das kann jetzt alles unter Umständen ein bisschen länger dauern, je nach Internetverbindung und ja, wie die Server gerade laufen. Und falls ihr jetzt im freien Modus landet, das ist individuell, gegen Warteschlange, nein. Also ihr könnt auch solche Fehlermeldungen einfach wegdrücken, Hauptsache ihr kommt jetzt wieder in irgendeine GTA Online-Sitzung. Und je nachdem, wie es jetzt, ja, was jetzt passiert, erkläre ich das euch gleich weiter. So, wenn jetzt, wie ich in dem Fall, hier in der Garage bin, ist es nicht schlimm, dann geht ihr einfach aus der Garage raus und dann kommt auch die Meldung, ob ihr aus dem Editor rausgehen wollt. Und das bestätigt ihr mit X. Und dann seid ihr hier angekommen, in irgendeinem Jobmenü, und dann müsst ihr wieder zurück auf die Spielerliste gehen und diese aber diesmal starten. Dann backt es ein bisschen rum, ihr könnt auch nichts machen, außer die Kamera drehen. Und jetzt nochmal zurückzukommen, wenn ihr in der freien Lobby spawnt, also es kann sein, dass links unten die Minimap fehlt und ihr automatisch nach 2-3 Sekunden in einen Job reinkommt. Dann müsst ihr den sofort verlassen mit Kreis und mit X bestätigen und dann sofort wieder X bestätigen. Also ich bin jetzt in der Garage gespawnt und beim Verlassen von der Garage kam die Meldung, also die zweite Meldung, was ihr bekommt, wenn ihr den Job verlässt. Falls diese Meldung nicht kommt und ihr nicht in einen Job reinkommt, dann müsst ihr auf irgendeine blaue Markierung fahren, die es überall in ganz Los Santos gibt, und dort halt händisch einen Job starten, und dann, wenn ihr dann in dem Jobmenü seid, könnt ihr wieder verlassen. Dann kommt auch wieder die Meldung mit dem Editor und die dann halt mit X bestätigen. Es klappt theoretisch auch, das ist mir jetzt mal passiert, dass ich gespawnt bin, jemand hat mich sofort erschossen und dann war ich auch wieder in dem Menü drin. Also es gibt mehrere Varianten, um da reinzukommen. Hier in diesem Bildschirm müsst ihr einfach nur mal ein bisschen warten. So, jetzt seid ihr auch in irgendeinem Job drin. Es wird heruntergeladen und den auch sofort wieder beenden. Und dann seht ihr schon, dass ihr so komisch in der Luft rumbackt.
Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Bis hierher eigentlich alles super. Und jetzt seid ihr auch schon, wie ihr seht, in irgendeiner freien Lobby. Ab und zu buggt es halt wirklich rum. Es ist wirklich, ja, mega verbuggt und jedes Mal passiert was anderes. Das heißt, das, was ich euch jetzt erzähle, das kann euch passieren, muss aber nicht. Ich würde euch jetzt empfehlen, irgendwo Los Santos Customs aufzusuchen, wo ihr dann halt allein und ungestört seid. Ihr könnt ja euch sofort hinteleportieren. Ja, jetzt, wie ihr seht, funktioniert es auch nicht immer so gut. So, und dann geht ihr ganz normal auf verfügbare Fahrzeuge und macht da überall mal so ein X raus. Bis auf bei Supersportwagen. Da geht sie dann rein und macht auch dort überall die X heraus. Auch dieses Menü buggt. Wie ihr das seht. Ach herrje, ich bin so kaputt von dem scheiß Glitch, ich sag's euch. Und wählt den Sultan RS aus. Dann geht sie da wieder raus. Also wie ihr seht, es funktioniert gerade bei mir nicht. Und wenn ich jetzt so mache, habe ich den Adder. Also, okay, ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Aus irgendeinem Grund konnte ich jetzt nicht den RS auswählen, den Sultan. Den müsst ihr aber auswählen, weil den könnt ihr dann komplett in die Garage reinstellen und auch wieder verkaufen. Den Adder könnt ihr jetzt zwar versichern, aber ihr werdet ihn nicht verkaufen können, weil er einen Gesamtwert von über 50.000 Dollar beträgt. Theoretisch könnt ihr den Adder jetzt versichern. Ich zeige das euch. Und dann habt ihr den auch. Nur verkaufen könnt ihr nicht. Und den RS könnt ihr verkaufen, eure kompletten Garagen, alles voll machen und wieder verkaufen. Wenn ihr jetzt nach unten drückt, dann buggt das Menü nicht von dem Job Editor wieder rum. Deswegen müsst ihr wieder einen Kreis drücken. Und wieder Kreis, dass ihr halt nicht verlässt. Und deswegen empfehle ich euch, immer nach oben zu drücken. Am Anfang wusste ich das jetzt auch nicht, aber das hat Snake in einem Video gebracht und das war echt sehr hilfreich. Weil ich habe auch immer nach unten und oben und das war echt immer kompliziert. Egal. Ihr könnt es auf jeden Fall sehen, ihr könnt einen Peilsender drauf machen. Deine Garage ist voll, natürlich möchte ich einen ersetzen. Und da haben wir wieder das Problem. Immer nach oben drücken, Jungs. Jo. Jetzt funktioniert es. Also wirklich immer nach oben drücken. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier unten zwei neuen Fs schon drin. Die habe ich mir auf die gleiche Methode reingehauen, weil das gestern Abend irgendwie nicht anders geklappt hat. Da hatte ich so ein ähnliches Problem. Mit dem T20 bin ich hier in der Garage rumgefahren und den 9F konnte ich nicht verkaufen, aber den ersetze ich jetzt einfach mal. So. Ah, jetzt bin ich wieder im Menü drin. So, jetzt habe ich einen Peilsender drauf. Jetzt fliegt er normalerweise aus der Garage raus, steigt aus und dann seht ihr hier dieses Menü. Das ist völlig normal. Das ist auch gar kein Problem. Dann könnt ihr wieder hier Renndetails. Können wir nochmal versuchen, ob es nochmal klappt. Verfügbare Fahrzeuge. Supersportwagen. Jetzt machen wir hier nochmal RS rein. Und der Adder. Also ich krieg's kotzen. Nicht schlimm. Ihr wisst, wie das Prinzip von dem Glitch funktioniert. Wenn es mit dem RS funktioniert, mit dem Adder jetzt hier funktioniert, dann funktioniert es auch mit dem RS. Zwar nicht immer, wie ihr seht, aber meistens. So, dann wieder nach oben immer drücken. Zack, ersetzen. Die Garage wollte ich jetzt nicht. Dann nehmen wir die hier. Den möchte ich jetzt auch nicht ersetzen. Der rostige Rebell. Ach, den habe ich mir getunt. Also, wie ihr seht, ihr könnt es jetzt auch die ganze Zeit ersetzen und wirklich eure Garagen somit vollhauen. Ich hätte es euch jetzt gerne mit dem RS gezeigt, nur ich muss wirklich sagen, ja. Irgendwas hasst, also der Glitch hasst mich. Ich muss es echt wirklich so sagen, ich krieg's Kotzen bei dem Glitch. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ihr könnt eure Garagen vollhauen mit all den Fahrzeugen, die ihr haben möchtet. Mit Adder, mit T20, mit einem RS oder Sultan RS, den ihr dann verkaufen könnt. Und müsst eigentlich keinen Cent ausgeben. Einfach nur Peilsender drauf machen, dann haut es euch aus der Garage raus. Ihr drückt das Touchpad, dass ihr wieder im Auto spawnt und könnt den zweiten versichern. Und das geht innerhalb, wenn ihr da drin seid in dem Modus, geht es wirklich innerhalb, ja, lasst es 5 Minuten sein, dann habt ihr wirklich alle Garagen voll mit den Autos, die ihr schon immer haben wolltet und euch vielleicht nicht leisten konntet. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt am Ende nicht zum gewünschten
Vorführeffekt zum gewünschten Effekt geführt hat. Ihr wisst, wie ihr die Autos alle gratis bekommt und ihr wisst, wie ihr richtig Geld machen könnt und es zahlt mit dem Karren Sultan RS. So, ich bin an der Stelle raus, total müde, erschöpft und Jungs, ich wünsche euch eine schöne, gute Nacht und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein!